Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal unsere Beton-Fertiggarage vorstellen. Und zwar haben wir letzte Woche unsere Garage von der Firma Rekas Beton bekommen. Diese wurde hier mit einem Autokran aufgestellt und die möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. So, sieht dann so aus. Ja, das Ganze ist eine Rekas Großtorgarage mit den Maßen 5,96 m x 5,96 m, also ja, 6 Meter auf 6 Meter. Das große Sektionaltor hat eine Breite von 5 Metern und somit jeweils 50 cm Backen links und rechts. Genau, die komplette Garage wurde bei uns auf ja, Streifenfundamente gestellt. Das sind insgesamt drei Streifenfundamente gewesen. Die Garage an sich besteht auch aus zwei Teilen, also einem Rückteil und einem Vorderteil. Und deswegen braucht man auch diese drei, ja, diese drei Streifenfundamente. Wir haben unsere Garage bestellt mit einem Tor im Farbtonral 7016 Anthrazitgrau, weil ja, unsere Fenster sind auch in Anthrazitgrau, wie man hier sieht. Und somit passt das Garagentor recht gut dazu. Die Struktur am Tor nennt sich bei Rekas Wood Grain, nicht Wood Drain. Genau, wie gesagt, im Ton 7016. Ja, jetzt mache ich die Garage einfach mal auf. So, die Fernbedienung von Rekas sieht übrigens so aus. Haben wir zwei Stück dazu bekommen. Hat folgende Funktionen: Wenn man einmal oben drückt, geht das Tor auf und zu. Wenn man einmal nur rechts drückt, geht innen das Licht an und aus. Und wenn man einmal links drückt, das zeige ich euch gleich, dann geht die Lüftungsfunktion an. Das probiere ich jetzt mal als erstes. Also einmal links. So, wie man sieht, fährt das Tor nur ein gewisses Stück auf, um bei Feuchtigkeit eine Durchlüftung zu schaffen. Kann man auch wieder zurückmachen. So. Und der obere Knopf ist für Öffnen und Schließen. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Ja, als allererstes sieht man hier oben schon, der ist jetzt nur noch provisorisch angeschlossen, da unsere Garage noch nicht mit dem ja, Hausstrom verbunden ist. Das hier oben ist unser ja, Hörmann Torantrieb. Nennt sich Supra Matrix E Serie 4, wurde mit zwei Handsendern geliefert, ja, hat eine Lüftungsfunktion, integrierten Bluetooth-Empfänger, ist vielleicht später mal nicht schlecht für ja, eine Smart-Home-Anbindung. Dann eine LED-Beleuchtung, die separat schaltbar ist mit 20 LEDs, hat eine bis zu 75% höhere Öffnungsgeschwindigkeit, ja, je nachdem mit was hier verglichen wurde, das weiß ich nicht, und auch 2 Jahre Garantie. Diese blaue Folie, die da drauf ist, ist einfach nur noch eine Schutzfolie. Die nehmen wir dann noch ab. So, dann haben wir hier oben gleich eine Steckdose für den Torantrieb. Und wir haben hier an der Wand nochmal einen Wandtaster, der eigentlich nur zwei Funktionen hat: Garagentor öffnen, Garagentor schließen. Und der Wandtaster lässt sich auch hier an der Seite noch ja, versperren mit einer Art Kindersicherung. Dann haben wir hier einmal das Kabel, das von unserem Haus kommt. Und dann haben wir hier ein mageres Kabel für diese, ja, wo ist sie? Für hier, für diese einzelne Steckdose für unseren Torantrieb. Wir haben unsere Garage jetzt ohne Elektroleitungen bestellt. Die komplette Elektrik machen wir hier auf Putz selber. War am Ende einfach eine Kostensache und ist ja auch kein Riesenaufwand. Und zwar haben wir hier schon mal zwei LED-Röhren. Dann haben wir hier uns besorgt drei Doppelsteckdosen, ne, zwei Doppelsteckdosen, Entschuldigung, und zweimal eine Lichtschalter-Steckdosen-Kombination. Ja, Kabel, Verteilerboxen und so weiter. Und hier noch 10 Meter Kabelkanäle. Und zwar ist unser Plan, dass wir hier von dieser Steckdose oder von diesem, nein, von diesem Stromanschluss aus nach oben fahren. Dann rüber, dann kann man hier in diese Leisten gehen. Das ist quasi hier, wo die beiden Elemente zusammen
geschlossen worden, wurde so eine Leiste angebracht. Da kann man locker die Kabel drunter verlegen. Kann man einmal hier über die komplette Länge bis rüber das Kabel sauber ziehen, hier wieder runter und dann hier links oder rechts dann die Doppelsteckdose setzen. Das gleiche machen wir auch auf der Seite hier unten. Auch hier soll dann eine Doppelsteckdose rechts oder links angebracht werden. Wir machen uns hier von hier runter einen Lichtschalter mit einer Lichtschalter-Steckdosen-Kombination. Dann gehen wir einmal von hier noch rüber ans Tor, machen uns hier auch eine Steckdose. Da ich gerne hier außen eine LED-Lichtleiste montieren möchte, damit das geschlossene Tor von außen ja, beleuchtet werden kann. So, dann gehen wir einmal noch hier an der Wand entlang rüber zu unserer Rückwand. An der Rückwand wollen wir auch hier eine Doppelsteckdose montieren. Somit hätten wir an allen drei Wänden, also einmal rechts, einmal hinten und einmal hier links, jeweils Steckdosen angebracht. Ja, das soweit erstmal zur Elektrik. Das werden wir dann ja, übernächste Woche angreifen. Ja, und jetzt mal weiter zur Garage. Also die Garage wurde, wie ihr gleich hier sehen könnt, ich blende euch das mal ein, per Autogran angeliefert. Ja, der Autogran war gute 5,5 Stunden bei uns vor Ort. Die beiden Elemente wurden von einem Mitarbeiter der Firma Regas Beton gesetzt, also Hut ab, der hat es auch wirklich klasse gemacht. Die Garage wurde vorher dann auch noch auf so, ja, die liegt quasi nicht auf dem Fundament auf, sondern wie man hier unten sieht, an so kleinen Plastikkappen oder an so kleinen Plastikunterlegern oder Kunststoffunterlegern, die sind ja jeweils überall verteilt. Die hat der Herr von Regas Beton mit dem Laser erstmal alle ausgemessen, die Höhen ausgemessen und dann wurde die Garage hier gestellt. So, wir haben hier im Hinterteil der Garage auch ein Kunststofffenster bestellt. Ich schaue mal kurz nach, welche Größe wir hier haben. Und zwar haben wir hier ein Dreh- und Kippfenster mit Isolierverglasung, das jetzt aber allerdings in RAL 9016 verkehrsweiß, innen und außen. Und dann haben wir hier nochmal unsere Hörmann Nebentür. Das Ganze ist eine LPU 42 M Sicke, doppelwandig isoliert, nach außen öffnend, auch in Farbton RAL 9016 verkehrsweiß und hat eine Breite von 1 Meter und ist ca. 2 Meter hoch. Genau. Das Fenster. Dann hat man hier oben einmal und zweimal die Entlüftung der Garage. Und wie man sieht, wurde auch oder hat auch jedes der beiden Elemente hier eine Entwässerung am Dach. Einmal läuft sie hier rein und hier beim zweiten Garagenteil hier. Und das Ganze wurde dann unter der Garage am Kanal direkt angeschlossen oder an der Entwässerung angeschlossen. Ja. Genau, was gibt es hierzu noch zu sagen? Die Garage haben wir in der Serienfarbe Weiß außen bestellt, also den Putz in der Farbe Weiß. Zeige ich euch auch mal. Das ist quasi ein ganz normaler Spritzputz. Sieht schön sauber aus. Wird aber nicht weiß bleiben. Wir haben Weiß als Standard bestellt. Wir werden das Ganze aber wahrscheinlich in einem dunklen Grau streichen. Unser Haus wird ja leicht hellgrau. Und wir können uns gut vorstellen, dass die Garage halt dann in einem, ja, als, um sie ein bisschen abzusetzen, in einem dunklen Grau sehr schön ausschauen könnte. Das machen wir dann aber alles in Eigenleistung. Und dann haben wir vor, den Garagenboden hier ordentlich abzuschleifen oder nochmal anzuschleifen, zu reinigen und dann mit einer Betonfarbe zu streichen. Eventuell eine Dispon von Cabarol oder mal schauen, was es da für gute Hersteller gibt. Vielleicht könnt ihr der ein oder andere uns was empfehlen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann gibt es hier noch von der Firma Rekas, ich schätze, das ist Pflicht, so Warnhinweisschilder und ein Garagen-Serviceheft. In dem Serviceheft, das ist ganz praktisch, steht zum Beispiel beschrieben, welche Dübel oder wie man in die Wand bohren darf und wie man zum Beispiel dann auch später den Pflasteranschluss hier unten an der Kante richtig macht. Was wir uns jetzt auch noch anschaffen wollen von Hörmann ist der Zahlentaster, also ein Funkzahlentaster.
also so ein Nummernpad, das machen wir hier dann hier außen hin, damit man, wenn man den Handsender nicht in der Hand hat und hier im Hof oder im Garten arbeitet, auch per Zahlenkombination jederzeit das Tor einfach öffnen kann. Kostet bei Amazon um die 60 Euro, kann ich auch unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, für den Preis macht man sicherlich nichts falsch, es ist original Hörmann, also sehr überschaubarer Preis. So, hier seht ihr auch nochmal das Dach unserer Garage. Das Ganze wurde mit einer Schweißband PYE G200 S4 mit Glasfasereinlage beschichtet. Das Ganze ist UV-beständig und der Monteur von Dräger's Beton hat praktisch hier nur noch dann diese Mittelbahn gesetzt, hier per Hand. Und hier vorne an den Kran, ja, an den Punkten, an denen der Autokran die Garage aufgenommen hat, hat er das Ganze auch noch verschlossen. Ja, so sieht die Garage dann von oben aus. Das Ganze kann man dann auch noch begrünen oder wie wir es machen werden, wir werden hier wahrscheinlich eine ganz feine Schicht Kies oben drauf legen, einfach aus optischen Gründen. Ja, also dann, das war's dann erstmal wieder von uns. Die Garage steht jetzt endlich, ja, und ja, sobald es wieder weitergeht, halten wir euch wieder auf dem Laufenden. Macht's gut und kommentiert fleißig, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Servus und ciao.